Ihr wisst ja, es gibt Tage, da gewinnst du einfach nicht und dann gibt es wieder Tage, da verlierst du. Ja, und einer dieser Tage ist, wenn dir das, wenn dir die Bon umfällt und das Schillum drin stecken bleibt. Ja, was machst du da? Was machst du da? Cannabis in Action. Zum Verrücktwerden. Man kann froh sein, dass nicht die ganze Bon kaputt gegangen ist. Aber meine Frau sagt, ich soll die erst sauber machen, bevor ich in die Kamera halte. Ich will euch die so nicht vorführen. Lieber sauber. Was am Anfang immer helfen kann, immer natürlich, bevor ihr irgendwelches Werkzeug in die Hand nehmt, Wärme. Immer ganz gut. Darum habe ich jetzt einen Wasserkocher mit heißem Wasser. Werde ein bisschen Kokain damit, ach Quatsch, ein bisschen Reinigungsmittel hier mit reintun. Dann geht es eigentlich auch schon los. Ich habe mir die Bürste, habe ich mir so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein bisschen geknickt vorne, damit, wenn man die in Schillung steckt, ein bisschen mehr Halt hat beim Rausziehen. Ja, zunächst versuche ich natürlich jetzt erstmal ein bisschen heißes Wasser reinzukippen, ohne mir die Finger zu verbrennen. Und hoffe einfach jetzt mal als erstes, dass ich durch Schütteln da vielleicht irgendwas bewegen kann und durch die Hitze, was auch immer schon mal gut ist, ein bisschen sauberer wird. Ihr seht, wenn ich jetzt mal das Ding da durchstecke, ich kriege das Schillum. Es sitzt so fest, das hat sich so verkantet, also du kriegst es so nicht raus. Was ich jetzt nochmal versuchen werde, ist folgendes. Ich nehme eine lange Bürste, die ich irgendwo hier unten versteckt. Oder? Richtig. Und den mache ich vorher ein bisschen nass, beziehungsweise auch heiß, damit es da keine Warmunterschiede gibt. Ich benutze die eigentlich nicht so gerne, muss ich euch sagen, weil ich mache das lieber ohne Bürsten. Auch Mini-Kratzer versauen nach und nach die Bon. Man kommt immer irgendwo dran. Ja, ich führe das jetzt mal ganz langsam ein, wie beim Sex, und versuche einmal unten den Schmand kurz wegzumachen, dass es für die Kamera schöner aussieht. Ich kann das ja sonst nicht in die Kamera halten. So, und jetzt bin ich da auch leicht an den Schillung dran und versuche das also leicht zu bewegen und dabei vielleicht rauszuziehen. Aber es sitzt fest. Ja, also, gehen wir so an. Natürlich jeder ist darauf bedacht, dass die Bon hier nicht beschädigt wird und dass wir das ja sauber rauskriegen. Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, da irgendwie von oben drin rumzustochern mit Schraubenzieher oder ähnlichen. Das kann ganz schnell zum Bruch des Ganzen führen. Das würde ich nicht tun. Also man weiß ja nie, wie gut es rausgeht, ob es rausgeht. Ich habe mir da so verschiedene Sachen überlegt und habe zu Hilfe ihr wisst schon, da wo man die Leute mit fesselt bei der Polizei, ne, Kabelbinder, dann eine Heißklebepistole, wenn man zur Hand hat, ein, zwei Zangen, also ich habe jetzt hier eine Zange noch zur Hilfe genommen und auch noch so eine andere Zange, ja, auch so eine lange Schraube habe ich noch gefunden. Fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Und auch noch so ein Draht. Also das ist so ein etwas, könnte auch eine Fahrradspeiche oder so nehmen. Ich habe da jetzt mal so ein Draht gefunden. Das liegt auch immer drauf an, was hat man so in der Nähe. Und zum Glück auch noch einen Klebestift. Und jetzt muss ich ja eigentlich schauen, wie ich das Ding da sauber rausbekomme. Am besten ohne was zu beschädigen. Ich probiere das jetzt erstmal mit so einem, ja, mit dem Kabelbinder. Ich schiebe das mal durch. Und der Trick ist eigentlich, dass wir unten durchkommen sollten. Und das klappt hier schon nicht. Ihr seht vielleicht in der Aufnahme, dass hier ja das Schillum ziemlich am Grund schon ist, ja am Boden. Und von daher braucht man am besten Platz, dass man da drunter kommt, um das greifen zu können. Ja. Der Kabelbinder geht hier leider nicht ganz durch. Von daher versagt also das, was ich jetzt mit dem Kabelbinder vorhatte. Sprich, fällt aus. Als zweites würde ich jetzt, also ich glaube, ich weiß nicht, was würdet ihr machen? Ist keine Live-Sendung, blöd. Zuerst Heißkleber oder zuerst Draht? Ich würde jetzt noch zuerst den Draht nehmen. Nehmen wir den Draht. Vielleicht haben wir einen guten Draht. Und ihr nehmt eine Spitze, weil der Innendurchmesser ist ja ungefähr, sage ich jetzt mal, so groß wie der Schraubenkopf hier, ein bisschen kleiner sogar. Da muss der Haken natürlich durchpassen, wenn ihr das durchschiebt. Auch da ja wieder,
Man hofft, dass man genügend Platz hat. Das heißt, bei dem Draht müsst ihr den Kopf umnehmen, aber eben nur eine ganz kleine Spitze und hoffen, dass es dünn genug ist, dass ihr das auch gebogen kriegt und dass es nicht abbricht. So, ich versuche das jetzt mal. Ich lasse jetzt nicht ganz in die Kamera, ich zeige es euch in die Kamera, wie es aussieht, wenn ich es hinkriege. Jetzt ist die Biegung ein bisschen kleiner und ich versuche das nochmal zu geben. Ah, jetzt komme ich drunter. Jetzt seht ihr, wie ich da die Biegung kriege. Ja? Also wie ich aus dem Schillung unten rauskomme. Seht ihr das? Ich biege mal das hier oben auch nochmal ein bisschen, damit ich das besser halten kann. Und versuche jetzt mal, da ein bisschen Kraft reinzubringen. Es sitzt so fest, es ist unfucking fassbar. Also, zu viel Kraft will ich da auch nicht anbringen, nicht, dass ich wirklich irgendwas anders da kaputt mache. Ja? Nee, also das tut es immer noch nicht. Von daher bleibt jetzt eigentlich fast nur meine dritte Methode und ich hoffe, dass die wenigstens funktioniert. Ja, ansonsten haben wir uns ein bisschen mal gesehen, wie man sich mit einer Wasserpfeife beschäftigt. Also, ich habe mir gedacht, ich nehme mir diese lange Schraube und führe die jetzt möglichst tief ein und ja, halte das jetzt so ein bisschen in der Mitte und werde jetzt dieses Heißklebezeug hier reinhauen. Möglichst ein bisschen schnell. Ich hoffe, das fließt jetzt nach unten. Nicht, dass zu schnell hart wird. Nochmal die Schraube rausnehmen. Drückt er erst ein bisschen. Ah, dieses scheiß Gummi geht gerade ab. Schiebt das mal ein bisschen nach unten. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier tue. Und drehe jetzt das Fass bis unten rein. Gehe dann noch ein bisschen nach. Und würde jetzt sagen, ich höre jetzt auf. So. Jetzt werde ich das Ganze kurz trocknen lassen. Stop it. Get some help. Ich habe da jetzt noch ein bisschen Wasser reingetan, damit es besser abkühlt. Und habe mir noch ein kleines Messer besorgt, damit man das oben noch ein bisschen löst, damit es nicht da stört, wo es nicht stören soll. Das heißt, oben einfach ein bisschen mit dem Messer am Rand entlang gehen, wenn man gut drankommt. So, und jetzt versuche ich an diesem Nagel der Schraube, meine ich, mit dem Heißkleber zu wackeln und hoffentlich das Schild noch rauszubekommen. No, no, no. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe zwar einen super Abdruck vor meinem Schillum, aber das Schillum sitzt immer noch fest. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, liebe Bonhersteller, was ihr jetzt machen würdet. Ich verzweifle, weil wie kann denn so ein Ding so festsitzen, dass man das wirklich, also wie kann sich das so verhaken, dass man das nicht mehr rauskriegt? Ist doch ein Unding. Ist doch ein Unding, oder? Ist doch ein Unding. Ich meine, verzeiht man. Da weiß man nicht mehr weiter. Okay, ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen. Ich werde jetzt noch ein, zwei Versuche machen. Aber ich will das nicht oben abbrechen. Ich gefährde das alles, wenn ich zu viel Kraft einsetze, dass wir es irgendwie oben abbrechen. Das wäre ja auch fatal. Ja, trotzdem würde ich abraten davon, irgendwie hier mit solchen Geschichten und Hammer am besten drauf. Nee. Würde ich trotzdem immer noch nicht tun. Ich werde jetzt wahrscheinlich Folgendes tun. Ich werde mich nochmal beraten und im schlimmsten Fall muss ich es wirklich einem Glaskünstler zurückschicken, der das für mich repariert. Ja, so sieht's aus. So, also ich habe jetzt nochmal den anderen Draht genommen, den ich von vornherein durchgesteckt habe. Habe den nochmal mit Heißkleber jetzt umhüllt, also reingesteckt, umhüllt, damit ich was zum Rausziehen habe, den reingesteckt und dann gedreht.
fest, also nicht hoch und runter und rechts und links versucht, sondern einmal gedreht. Und durch diese Drehung, weißt du, versuche ich das nochmal hier oben mit dem Messer zu lösen und hoffe, dass das funktioniert hat. So. Ey, wie kann so ein Ding da so festsitzen? Es ist unfucking fassbar teilweise. Es sitzt immer noch im oberen Bereich fest. Aber ich glaube, ich habe es jetzt gleich. Aber man muss ja wirklich behutsam sein, nicht, dass man die komplette Bon zerstört, ja. Ich glaube, wir haben es. So, ein bisschen nach. Da hängt also immer noch was drin. Das heißt, ich habe jetzt den unteren Teil raus. Und der ist also am unteren Schillum abgebrochen. Da ist jetzt dieses Heißklebezeug dran, deswegen sieht man es vielleicht nicht ganz so. Aber ja, zumindest ist jetzt mal das untere Teil raus und man kommt vielleicht ein Stück weiter. Gefällt mir zwar jetzt immer noch nicht hundertprozentig und jetzt muss ich wirklich das machen, was ich eigentlich nicht machen wollte. Nämlich, jetzt heißt es wirklich da mit irgendwas reingehen und das Stück für Stück absplittern. Versuch mal da reinzufilmen, ob das funktioniert. Ihr seht da drin, hängt wirklich das... hängt das Glas. Ja, also die Operation ist noch nicht beendet, auch wenn es schon besser aussieht. In diesem Sinne, ja, hoffe ich, das geht bei euch besser aus. Ja. Ja, wenn ihr das dann schön sauber bekommen habt, hoffentlich ohne Macken und Schramm, dann sollte das wieder so aussehen. Und dann kommt der große Moment, ein neues Schillum zurechtschneiden, damit es auch von der Länge her wieder passt. Und tätätätä. Yes! Am besten mit Panzerschliff. Denkt immer dran, umso schwerer euer Vorbau ist mit Vorkühler oder Schmutzfänger, umso höher natürlich die Gefahr, dass es hier irgendwo die Sollbruchstelle erwischt, sobald es umkippt. Ja, also besser ist vielleicht sogar, wenn man es hinstellt, das wieder abzumachen und dann ist es schon wieder sicherer. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit eurer hoffentlich reparierten Bon. Und immer aufpassen, Metallfeuerzeuge auf Glas können auch Schäden verursachen. Ja, man kann sagen, klappt. Also, bleibt legal. Aber.